Ja gut, wir müssen in den nächsten Spielen einen weiteren Schritt machen in unserer Entwicklung. Heute war einer davor, dass wir mal gesehen haben, dass wir auch nach dem Rückstand, oder nicht nach Rückstand, nach dem Rückschlag, nach dem 1-1 nochmal zurückkommen können ins Spiel. Das haben wir uns jetzt vorgenommen, die letzten Spiele natürlich gut abschließen, den Zusammenhalt weiter stärken, spielerisch natürlich auch nochmal zulegen und von der Taktik natürlich nochmal die Taktik nochmal festigen. Und dann schauen wir natürlich Richtung Playdowns und hoffen, dass wir da voll bereit sind und dann zählt es richtig nochmal. Ja, das tut super gut heute, der Sieg, vor allem nur ein Gegentor gekriegt, das ist auch selten für uns. Dann so ein Sieg tut richtig gut. Wir haben auswärts dieses Jahr noch nicht viel geholt. Wir werden in der ersten Runde jetzt Heimrecht haben in die Playdowns. Darum ist wichtig, dass wir sehen, dass wir auswärts gewinnen können. Und das war halt ein super Ding. Ich glaube nicht, dass das ein Problem des Aufsteigers ist. Ich denke einfach, dass wir uns da oft selber mit individuellen Fehlern in die Situation gebracht haben. Das müssen wir, aus den Fehlern müssen wir lernen. Heute hat es Gott sei Dank mal funktioniert, dass wir 3 Minuten vor Schluss oder so das Tor schießen. Und ich hoffe, dass das der richtige Schritt war. Und wir müssen weiter hart an uns arbeiten und dass sowas nicht mehr vorkommt, dass wir so oft eine knappe Niederlage haben. Ja, es ist eine Ehre für mich, bei dem Verein, wo ich im Nachwuchs gespielt habe, jetzt in der ersten Mannschaft in der DL2 das auch auf der Brust zu haben. Aber ich denke, wir haben insgesamt viele Führungsspieler in der Mannschaft, die Core auf der Brust haben, wie der Philipp Schlager oder das Johannes Sittlmeier. Ich denke, wir sind ein eingeschworener Haufen. Und egal, wer da jetzt A oder C auf der Brust hat, da hat jeder was zum Sagen innerhalb von der Mannschaft, ob jung oder alt, Ausländer oder Deutscher. Das ist einfach, mich gefreut, dass ich es habe. Aber eigentlich sind wir alle zusammen stark und darum ist es nicht so wichtig. Ja, das ist super. Also ich habe in Frankfurt viel Spaß gehabt in meiner Laufbahn oder in den 2 Jahren, wo ich dort gespielt habe. Ich habe auch ein super Jahr in Bietigheim gehabt, trotz der 3-monatigen Verletzung. Aber es ist natürlich super, jetzt wieder daheim zu sein, bei Familie und alles, bei meinen Freunden. Und natürlich bei der Mannschaft, wo ich mit denen ich schon Oberliga gespielt habe. Das gefällt mir richtig und jetzt hoffe ich, dass wir die erfolgreich abschließen können, die Saison. Ich denke, ich habe jetzt keinen Grund, dass ich mich jetzt schon über die nächste Saison oder über meine Zukunft beschäftige. Ich denke, wir haben noch ein hartes Ziel vor uns dieses Jahr. Und ich denke, da sollte sich jeder darauf, über das sollte sich jeder beschäftigen jetzt. Und dann können wir darüber hinausschauen im Sommer, was nächstes Jahr ist. Also der Grundstein wird auf alle Fälle im Sommer gelegt. Wir haben ein super Sommertraining zusammen mit unserem Trainer und mit unserem Athletiktrainer gehabt. Wir haben hart trainiert im Sommer. Ernährung, Mamas Küche ist da noch gefragt bei mir, ich wohne zu Hause. Aber es kommt auch Glück drauf. Glück, ich habe letztes Jahr 25 Spiele verpasst, aber Verletzung gehabt. Und dieses Jahr bis jetzt Gott sei Dank noch nichts passiert. Hoffe, dass es so weitergeht und dass ich alle Spiele machen kann dieses Jahr. Ja, das stimmt zu. Ich bin eigentlich oft gut gelaunt und ich denke, eine gute Stimmung in der Kabine ist sehr wichtig. Einfach, dass jeder Freude hat in der Kabine zum Thema und Spaß hat. Und ja, dafür bin ich auch ab und zu zuständig. Aber wir haben nur lustige Typen dieses Jahr in der Mannschaft. Boah, ich kann eigentlich immer, wenn ich aus der Kabine raus bin, kann ich abschalten vom Eishockey. Zumindest sehr oft. Nach manchen Niederlagen ist es schwieriger. Aber zu Hause mit Freunden oder immer zu Hause, wenn ich rumflacke, Fernseh schaue. Also es ist immer was geboten eigentlich und da kann ich eigentlich schon abschalten vom Sport. Sehr gut. Also ich habe damals im Nachwuchs schon ein sehr gutes Verhältnis mit dem Trainer gehabt. Und wir haben natürlich bevor meiner Vertragsunterschrift da Gespräch gehabt. Und jetzt hat er immer noch ein sehr gutes Verhältnis. Er ist super Trainer, das habe ich davor gewusst. Und er hat es auch wieder bewiesen, dass er jetzt auch im Seniorenbereich mit uns sehr gut arbeiten kann. Und darum bin ich sehr froh, dass wir ihn an der Seite haben. Ja, ich hoffe, dass die Dezer Fans weiterhin uns gut unterstützen. Jetzt geht es gleich in die heiße Phase dann. In einem Monat gehen die Playdowns los. Und ich hoffe, dass sie uns gut unterstützen und zusammen uns aus der Scheiße rausrudern können, wo wir reingekommen sind. Und dann packen wir das alle zusammen.